mal so ein Thema, was mich schon lange Zeit beschäftigt hat. Und zwar, was nehme ich mit im Wald, wenn ich Holz hacken will? Nehme ich einen Ball, kleine Machete und ich habe hier noch so einen kleinen Tomahawk mit. Was ist für mich jetzt persönlich am geeignetsten oder was finde ich, was ist am geeignetsten, um draußen Holz zu machen? Ja, wie gesagt, ich habe mich schon mit dieser Frage schon ein paar Mal beschäftigt, weil man sitzt ja immer vor seiner Ausrüstung und überlegt, was nehme ich mit und was lasse ich zu Hause. Ja, und ich habe ja auch schon mehrere Sachen zu Hause liegen. Das haben sie sich ja mit den Jahren immer mehr an. Ja, deshalb, was nimmt man mit, um ein bisschen Kleinholz zu machen? Und da sollten wir uns überlegen, was machen wir eigentlich da draußen? Erstmal, wie gesagt, offenes Feuer im Wald ist so grundsätzlich verboten. Das dürfen wir an für sich nicht machen. Ich meine, das, was ich schon mache mit dem Petroleumkocher, ist schon so eine Grauzone. Oh, was er kocht. Und vielleicht Kaffee. Wie gesagt, Feuer machen auf einem Wald ist normal verboten. Trotzdem macht es ein anderer ja und viele machen das auch vorbildlich, also nicht so groß, klein, kleines Feuer und sorgen dafür, dass nicht so was passiert. Wie es auf jetzt Silvester was abgegangen ist, weiß ich jetzt nicht genau, was da genau passiert ist. Da spare ich mir jetzt einen Kommentar drüber. Trotzdem brauche ich irgendwas Gerätschaften, um Holz zu spalten, klein zu machen. Ja, viele nehmen ihre Messer dazu. Ja, wie ich persönlich zu dem Thema Bartoning stehe, habe ich offen noch mal in Videos erklärt. Ich bin da kein Freund unbedingt davon. Kann es machen, notfalls, wenn ich nichts anderes dabei habe. Aber wenn ich weiß, ich gehe raus, dann spricht ja nichts dagegen, dass ich so ein Beil oder irgendwas anderes mitnehme, was dafür geeigneter ist. Man kann einen Schluck Kaffee nehmen, ist doch kalt. Prost. Und da ist wieder die berühmte Qual der Wahl. Was nehme ich mit? Es darf A nicht zu viel wiegen. B, es muss effektiv sein. Und ich muss mir vorüberlegen, was will ich eigentlich machen? Dass ich keine Bäume fällen will, dürfte klar sein. Auch verboten. Es sei denn, ich bin jetzt gerade irgendwo in der Forstwirtschaft tätig und so weiter. Dann darf ich es machen. Aber so als Privatmensch in so einem Wald natürlich verboten. Also nehmen wir totes Zeug, was im Baum, was hier rumliegt. Welche Stärke will ich denn da verhackstücken? Erstmal, es gibt genug kleines Material hier, was hier im Wald rumliegt, was ich nutzen kann. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendeinen Ball oder Axt. Kommt auch auf die Jahreszeit drauf an, was ich da machen will. Wie gesagt, wenn ich etwas größere Stücke klein machen möchte, muss ich jetzt nicht unbedingt die große, schwere Axt mitschleppen. Dafür gibt es auch kleinere Geräte. Wie gesagt, ich will ja kein Baumfeld, ich will keinen Blockhütte bauen oder solche Geschichten. Ja, und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du mal drei von deinen Sachen, die du zu Hause hast und als, wie soll ich sagen, Stellvertreter für andere Geschichten, das ist jetzt keine Werbung für diese Geräte, stelle ich einmal kurz vor, was ich meine, was gut ist, die Dinger mitzuführen oder was ich daran bemängel. Tja, fangen wir erstmal mit dem Teil hier an. Kennt jeder die kleine Fiskars-Axt? Kostet so um die 30 bis 35 Euro, hier nicht wo was kauft. Ich habe es aus dem Internet geschossen, war wesentlich billiger und ist also sich dafür gedacht, um Kleinholz zu machen. Vorteil, ich habe ja auch noch eine Hammerfläche, das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo campen gehe für Heringe, kann ich das Ding auch noch benutzen.
für irgendwelche Nägel in irgendwelchen Bäumen zu hauen, was einfach so wieder verboten ist, brauche ich es unbedingt nicht. Also ich schleppe kein Packen Nägel mit mir rum, wenn ich irgendwo im Wald gehe. Wozu? Also Hammerfläche höchstens, wie gesagt, um Holzhering oder irgendwas in die Erde zu treiben. Oder vielleicht irgendwelche Holzverbindungen herzustellen. Dann ist das ideal. Die alle kennen die, haben schon ausprobiert. Ist klein, handlich, natürlich mit der größeren Axt nicht zu vergleichen. Allein schon vom Gewicht des Axtkopfes her. Aber für die Sachen, die wir normalerweise durchführen, finde ich die vollkommen ausreichend. Ich sage, sie ist klein, sie hat nicht viel Platz, sie passt in jeden Rucksack. Und wenn es drauf ankommt, kann ich doch mit Baton, wenn ich will. Ist das jetzt ein bisschen widersinnig, Baton und Axt? Naja, okay. Aber wie gesagt, ich will ja Kleinholz machen. Ich will ja keine großen Dinger zerlegen. Vollkommen ausreichend. Vom Preis her finde ich es ideal. Nicht zu teuer. Auch wenn es bessere gibt. Ich weiß, es gibt von Wetterling, es geht von Graf, von einer anderen Firma, Graf, da fällt mir sein Name gerade nicht ein. Also, da oben sind keine Grenzen gesetzt. Ich frage mich so, muss ich das haben? Für die kleinen Geschichten, die wir so durchführen, finde ich, reicht das vollkommen aus. Und da ist es egal, was wir nehmen. Da reicht auch die billige Axt oder Beil aus dem Baumarkt für 5-6 Euro. Natürlich soll die so einigermaßen sicher sein, nicht, dass beim ersten Hieb der Axtkopf verschwindet. Auch diese kleine Axt hat Mängel gehabt. Oder finde ich. Und zwar diesen Griff. Er hat zwar eine Verbreitung, dass ich nicht so wegrutschen kann, aber er ist ziemlich glatt. Deshalb habe ich mir hier einfach solche, ja, so Tape gekauft, was man auch für Tennisschläger benutzen kann, diese Griffumwicklung. Ich habe die mir hier drauf geklebt. Und so ist das Ding schon wesentlich stabiler in der Hand. Grundsätzlich, wenn ich Holzarbeiten mache, so mit Arbeitshandschuhe. Und nicht vergessen, das ist ein gefährliches Werkzeug. Sich damit irgendwo mal ins Bein zu jagen oder sonstige Geschichten zu machen, geht ganz, ganz schnell. Also ich sollte wirklich die Sicherheitsbestimmungen da beachten. Immer weg vom Körper, noch Platz, dass wenn ich mal abrutsche, dass der Hieb woanders hingeht und nicht gerade bei mir im Körper. Und konzentriert arbeiten. Das ist nichts für irgendwelche Nebenbeigeschichten. Weil dann geht es schief. Ich habe es schon ein paar Mal mitgehabt. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Kiste, mit dem Ding hier. Und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, um Holz zu machen. Das nächste, was ich vorstellen möchte, ist diese kleine Machete. Die ist von Herberts. Kostet auch so um die 30 bis 35 Euro. Also ich glaube die 36 cm Variante. Wer da genaue Informationen haben möchte, kann ins Internet gehen unter Herberts mit Z. Findet man die technischen Daten von diesem Teil. Und da kann man dann nachlesen, welcher Stahl das ist. Also ich glaube, das ist 420er Stahl. Ist nicht Full Tang. Geht zwar ziemlich weit rein. Ungefähr. Ich habe es kein Maßband mit, aber ich schätze mal, es dürften so an die mindestens 4 mm Stärke sein. Vorteil einer Machete finde ich wieder, sie ist genauso klein und handlich wie das Beil. Sie ist nur etwas besser einzusetzen als ein kleines Beil, weil ich kann ja auch noch Schnitzarbeiten durchführen. Die Schärfe von diesem Teil ist teilweise, also ich habe sie einigermaßen scharf bekommen. Ich habe zwar schon andere Sachen drüber gelesen, aber sie nachzuschärfen ist an sich kein Problem. Ich habe die ja schon ein paar Mal nachgeschifft, aber sie ist jetzt schon ziemlich scharf. Sie ist etwas leichter als das Beil. Natürlich ist dann doch die Energie, die dann auf das Objekt auftrifft, natürlich dementsprechend geringer. Ich muss also mehr Kraft aufwenden. Aber ich finde, für Kleinholz zu machen, reicht auch diese kleine Axt, kleine Machete für aus. Nachteil auch wieder hier, sehr gefährliches Werkzeug. Es kann also durchaus passieren, dass ich mich dabei verletzen kann.
Also auch hier wieder konzentriert arbeiten. Möglichst mal vom Körper weg, dass ich keine anderen Körperteile betreffe. Auch hier der Mangel, den ich festgestellt habe, ist dieser Holzgriff. Bei Feuchtigkeit oder wenn es glatt ist oder wenn ich Hände schwitzig habe, war rutschig. Auch hier habe ich mir so eine Griffumwicklung vom Tennisschläger gekauft, drum gewickelt. Hat dann hinter ein paar Probleme mit dem der Scheide gehabt, weil da passte der eine Verschluss nicht mehr ganz so richtig. Aber ein paar Mal hin und her hat es auch wieder funktioniert. Aber ich trage sie auch nicht am Gürtel, sondern die ist eh im Rucksack. So kann ich es in der Richtung nicht verlieren. Nicht gut in der Hand. Es gibt es in verschiedenen Versionen, auch etwas längere. Ich persönlich würde immer zur kürzeren Version raten. Weil, wie gesagt, ich kann sie im Rucksack packen. Da spart man sich irgendwelche Diskussionen oder Blicke, wenn man irgendwo wandern geht und hat so Dinge am Rucksack hängen. Oder am besten noch am Gürtel. Am Gürtel willst du so nicht hängen, weil irgendwann zieht es die Hose aus. Deshalb würde ich immer grundsätzlich das im Rucksack packen. Das gilt jetzt für alle Werkzeuge, die es geht. So ein bisschen verdeckt machen, dass nicht jeder das sieht. Auch hier ist auch wieder die Größe des zu bearbeitenden Werkstoffes begrenzt. Also ganze Bäume mit Absäbeln wird nicht funktionieren. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Auch hier würde ich nur kleine Sachen mitmachen. Das Baton würde ich hier eher mitmachen als mit einem normalen Messer. Weil hier ist die Klingenstärke wesentlich dicker als das Messer, was ich normalerweise dabei habe. Und es reicht vollkommen aus. Aber wie gesagt, Baton ist so eine Sache. Normalerweise reicht das Hacken hier auch. Auch hier wieder Arbeitsschuhe anziehen, um Verletzungen vorzubeugen. Ich habe die schon ein paar Jahre jetzt. Habe sie aber nicht sehr oft mit, gebe ich zu. Darum sieht sie noch sehr neu aus. Aber ich gedenke, sie auf meinen nächsten Touren mal einzustecken und vielleicht die andere Arbeit mal durchzuführen. Was man auch machen könnte, das Ding als so eine Art Hobel verwenden. Das heißt, ich nehme ein anderes Holzstück, klopfe hier drauf und kann dann Hobelarbeiten durchführen. Wenn ich mal irgendeine Oberfläche schaffen möchte, wäre eine Möglichkeit. Das kann ich mit dem Ball nicht so unbedingt. Genauso wenig, wie ich mit dem Ball Schneider sehr, sehr schwer machen kann. Es geht, aber eben nur halt eingeschränkt. Da ist das Messer halt klarer Favorit. Wenn ich also Schnitzarbeiten durchführen möchte, kann ich damit mehr anfangen, wenn ich nichts anderes dabei habe. Ich habe heute auch nur, wie gesagt, als Messer ungefähr das Ding dabei und mein Taschenmesser. Reicht im Vollkommen aus. Ich bin ja nicht hier auf der Wildnistour und muss mich hier durch die unberührte Wildnis schlagen. Man hört es ja, die Straße ist nicht allzu weit weg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier verschütt gehe, ist, sag mal, gering. Das wäre die zweite Möglichkeit, die ich nehmen könnte. Eine dritte Möglichkeit, da kommen wir wieder zum Thema Richtung Beil, ist aber im Prinzip noch etwas anderes als der normale Wald- und Wiesenbeil, ist der Tomahawk. Das ist jetzt der von SOG, der Survival Hawk. Den habe ich jetzt mal mir zu Weihnachten gegönnt. Habe ihn noch nicht ausprobiert. Vielleicht stelle ich ihn nochmal in einem separaten Video nochmal vor. Und hier ist die Schärfe relativ gut. Ich habe es also noch nicht nachgeschärft. Was mir schon partout aufgefallen ist, das habe ich vorher gewusst, ist, ich habe hier keine richtige Schlagfläche, wie beim Ball. Das wird hier zwar als Art Schlagfläche bezeichnet, dass ich hier was in die Wand kloppen kann, aber auch hier muss ich wieder fragen, wozu? Nochmal, ich habe keine Nägel mit. Ich baue hier nichts Großartiges. Für den Hering wird es wahrscheinlich auch gehen. Nur kurz Schluck Kaffee, sonst wird er kalt. Zweites, was mir schon aufgefallen ist, dieser Dorn, den ich wunderbar verwenden kann, um Holz mir ranzuholen.
und gleichzeitig gedacht ist, um irgendwelche Nägel rauszuziehen. Stelle ich mir extra wieder die Frage, warum? Für den Wald überflüssig. Für urbanes Gebiet sowas aufzuhebeln, könnte man nutzen. Finde ich, gibt es auch bessere Sachen. Das ist gleich vom ersten Mal, wo ich gesagt habe, na gut. Als Dorn, okay. Als für Nägel rauszuheben, na gut. Wüsste ich jetzt nicht, in welcher Situation ich jetzt irgendwelche Nägel rausheben müsste. Schnitzen müsste man natürlich ganz gut mit können, weil man hat eine gute Grifflage. Man hat ja auch mit Paracord noch was dran. Und hier hinten ist noch ein kleiner Feuerstahl, den habe ich noch nie ausprobiert. Der ist reingeschraubt, den kann ich rausziehen und dann könnte ich gezielt damit Funken schlagen. Ich habe mich nur schon mal gefragt, wo, an welcher Stelle ich das machen könnte. Weil die ganzen Stellen sind im Prinzip abgerundet. Bis auf die Schneide. Und mit der Schneide macht man normalerweise keine Funken. Wenn sich das gehen würde, würde ich es im Notfall machen, aber so im Prinzip finde ich da viel was. Vielleicht hat einer dann schon das Teil und könnte mir dann einen Tipp geben, wie man das machen könnte. Hier unten ist zwar noch ein kleiner Fortsatz, vielleicht kann man es hier dran machen, aber so im Anhieb fiel ich da auch nichts, gerade was scharfkantiges. Das hat jetzt einen Vorteil, eine Tomahawk gegen einen normalen Ball. Ich sage, auch das ist ziemlich klein. Ein Tomahawk hat auch immer so den gleichen Geruch einer Waffe an sich. Deshalb würde ich auch das Ding nicht unbedingt draußen außerhalb tragen, sondern auch das im Rucksack packen und dann ist es weg. Und da sieht es keiner. Ob sich das in Zukunft bewähren wird, ich werde es jetzt öfter mal mit rausnehmen. Genauso wie ich mal hier da jetzt ab und zu mal mit rausnehmen werde. Je nachdem, wie umfangreich das ich jetzt mache. Und dann werde ich es nochmal testen. Auch hier ist ja ein kleiner Gefahrenpunkt. Das ist die Spitze hier. Ich meine, so geht es, aber man könnte sich doch hier leicht verletzen. Das sind so die ersten Punkte, die mir aufgefallen sind. Relativ leicht. Wie gesagt, ist auch eine Alternative, um Kleinholz zu machen. So, das zu dem Thema erstmal, was könnte ich so mitnehmen. Ich werde mal gleich mal kurz irgendwelche Hölzer suchen und dann werden wir ein paar kleine Tests machen. Aber erstmal trinke ich mal Kaffee zu Ende. So, als Holz meinte ich solche Größe. Das ist für mich schon das Maximalste, was ich mit so kleinen Geräten bearbeiten würde. Dann in meiner festen Unterlage.
Schnitzen ist jetzt hier natürlich ein bisschen, es geht, aber doch äußerst schwierig. Ich dachte mal, wir arbeiten, immer auf feste Unterlage gehen und dann arbeiten. Wie gesagt, das ist für mich die fast schon maximale Dicke und Stärke, mit dem ich solche Kleingeräte benutze. Jetzt die Machete. Man merkt, es ist natürlich ein leichtes Gerät und schwieriger, Holz zu trennen. Dafür kann ich jetzt besser wahrscheinlich schnitzen. Und auch feine Späne kann ich damit abhobeln. Wie gesagt, Schlagkraft ist natürlich hier eingeschränkt, allein durch das Gewicht. Da hat das Beil seine Vorteile. Jetzt probiere ich mal den Tomahawk aus. Auch hier wieder schlagen wesentlich besser. Schnitzen hier natürlich ein bisschen da eingeschränkt. Grobe Arbeiten könnten gehen. Trotzdem will ich da ein Messer vorziehen. Der Tone wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, weil ich müsste mit einem Objekt immer auf diese Spitze hauen. Danach hätte ich wahrscheinlich beides kaputt. Das Stück Holz und mein Schlag. Mein Schlagstück. Wie gesagt, ich habe euch vorgestellt, meine drei Geräte, die ich dann mitnehmen würde, wenn ich Kleinholz machen möchte. Wenn jemand das anders sieht oder andere Ideen hat, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Nicht ärgerlich sein, wenn ich nicht gleich darauf antworte. Ich gucke jetzt nicht jeden Tag jetzt unbedingt da rein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht ist der eine oder andere mal zu einer kleinen Anregung dazugekommen. Jo, ich werde es jetzt zusammenpacken, vielleicht noch einen kleinen Kaffee genießen und dann auch das Filmen so langsam einstellen. Weil wir haben jetzt schon, ja, 10 vor 4. Noch ist das Licht einigermaßen, aber ich gehe mal davon aus, irgendwann dürfte es hier dunkel werden. Und dann hat sich das mit der Filmerei. Ich hoffe, das nächste Video, was ich endlich mal machen kann, ist dann eine kleine Tour. Da bin ich schon überlegen, da irgendwas zu machen in der Richtung. Vor allem muss das Wetter erstmal noch ein bisschen mitspielen. Und ich habe auch noch keine richtige Idee, wohin. Leider gibt uns hier oben nicht so unbedingt sehr viele Möglichkeiten, gerade was Wälder angeht. Da gibt es noch den Schaumburger Wald, wo ich vielleicht was machen könnte. Aber da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass da auch viele Naturschutzgebiete sind und man sollte die Dinger in Ruhe lassen und dann nicht wie so ein Berserker durch den Wald rennen und die Tiere aufschrecken und stören. Also mal sehen, was für nächstes Video ich demnächst mal wieder ins Netz stelle. Auch, das hast du vielleicht schon gemerkt,
es sind nicht mehr so viele wie in Jahren zuvor. Also es sind schon ein paar Pausen dazwischen. Das hatte erst auch ein paar gesundheitliche Gründe. Aber ich finde auch lieber ein bisschen weniger, was Besseres, als Dauerberieselung. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder im Wald. Euer Thomas.